Oh, ich hasse es. So, da auf alle Fälle, da sind wir zurück und ich hasse, dass das immer dieses Ding, wenn ich F9 drücke, rausgeht. Ne? Das kann ich leider nicht ändern, weil ich F9 drücke, um die Aufnahme zu starten. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das erstmal nicht ändern will. Auf alle Fälle, wir sollen Missionen annehmen, dadurch, dass wir hier leider keine haben, gehen wir mal hier drauf. Nehmen wir gleich an. Wie viel brauchen wir denn? Oh shit. Alter, wir haben 15.000. Oh shit. 15.600 und da können wir ordentlich und später was mitkaufen. Das heißt, ich besparen erstmal. Shit. Wir hätten uns jetzt nochmal was kaufen können, aber wir bleiben jetzt erstmal hierbei. Belag. Wenn wir haben. So. Wo fliegen wir denn hin? Ach, kurz vor California Minor. Ich würde eigentlich dann gerne auch wieder nach Villa zurück. Müssen wir uns dann mal merken. Gelware durch. Ja. Schiffe irgendwo hier in der Nähe? Oh, no Rogues. Aber mit denen haben wir momentan nichts am Henker, also. Oh, der ist ganz schön weit weg. Lol. Kopfgeldjäger. Fliegt auch weg. Oh, keiner will mit uns befreundet sein, ey. Was, keine Freunde? Ich weiß. Nein. Alle Fälle, ich freue mich schon wieder hier. Freue mich schon echt online hier mal zu zocken. Aber ich wollte erst mit euch die Story durchspielen, weil wenn ich nämlich diesen Mod, das ist ein Mod, mit dem kann man nur online spielen, wenn ich diesen Mod installiere, dann geht die Story nicht mehr, dann werden alle Sachen gelöscht von der Story. Und das finde ich ein bisschen scheiße. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen so, oh, da geht's schon los. Ei. Ich weiß, den Spruch kenne ich schon. Ihr wollt mir wirklich sagen, dass ihr die Teufel seid? Alter, da haben wir ganz schön viel eingenommen. Ich hab da gesehen, wie viel, was der Traktorstrahler so alles mitgenommen hat. Und tschüss. Na, hat er nur zwei diesmal. Und los. Lol, der hat auf den anderen da hinten geschossen. Haha, ist ja lol. Ah, ja, halt die Schnauze. So, jetzt ist er endlich ruhig. Ach, war der das gerade? So, wir kommen bestimmt gut gemacht, aber das war noch nicht alles. Am nächsten B-Punkt warten weitere Feinde. Ah. Ja, ich kenne das leider schon alles auswendig, aber die Mission kenne ich nicht auswendig. Also, die Missionen sind immer anders, also dürft ihr euch nicht wundern. Mann, bin ich gut. Tja. Ah, okay, jetzt fliegen wir zurück. Da hinten ist ein Forschungsstück zum Gelad, ne? Ja, genau. Okay, dann kommen wir dem ja unserem Ziel ja näher. Da wollte ich mich gerne hin. Dann auch zurück. Weil wir, glaube ich, da dann die Mission weitermachen müssen. Und oh, Level 1. Das wird echt schwer. So, ich habe dann gleich mit dem nächsten auch schon mal angefangen. Oh Gott, ich bin tot! Alter, da kommen noch mehr. Wenn wir so sagen, also ein bisschen langweilig ist das schon, wenn die sich immer so leicht abschießen lassen. Macht das ja gar keinen Spaß zu spielen hier. Ich bin eine Herausforderung. Oh, komm. Danke. Ah, es sind Nanobots und so drin. Also nicht über diesen Traktorfehler beschweren. Das liegt daran, dass wir Nanobots und Schutzschildbatterien voll haben. Traktorfehler. Und los geht's. So, wie viel haben wir eingenommen? Na, Coating. Oh.
Na, okay. Sauerstoff. Oh, da gibt man am meisten eine Forschungsstation Villa. Das ist gut. Und von denen? Kalifornien. Ah, ist alles gleich. Okay, das ist gut. Wir haben bestimmt noch hier Dings eingenommen. Waffen. Oh. Und das nicht zu wenig. Ei. das ist krass. Dann können wir alle verkaufen, dann werden wir noch reich. Wie viel brauchen wir denn noch? Jawohl, wenn wir das alles verkaufen, sind wir schon durch. Das ist ja geil. Das heißt, wir brauchen dann gar nichts mehr machen. Das ist schön. Das ist echt. Das heißt, dann können wir dann meldet sie sich nämlich gleich, nachdem wir dann da alles verkauft haben. Na, was dockt erstmal an? Wie, gar keiner mit mir reden? Ich darf einfach so andocken. Ohne dass jemand was sagt. Okay. Oh Gott, ich habe die Station gestreift. So, dann reparieren wir erstmal. Dann geht unser Vermögen leider wieder ein bisschen runter. Oh Gott, 700 ist schon ganz schön viel. Nur mal so, ne? Okay, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Na, raus damit. Den brauchen wir auch nicht. So. The Trail. Schützturm ist nicht genau die gleiche, ne? Ja, und... Ja, okay. The Trails brauchen wir nicht mehr. Haben wir genug dran. Okay, die können sowieso schon raus. So, dann verkaufe ich die auch gleich. So, und dann... Die Trail wollte ich gerne ranlassen. So wollte ich mir nämlich hier drüben noch eine... Da. Die wollte ich mir noch anbauen. Und dafür verkaufe ich mal die. Und dann ballern wir uns die dran. So, damit das auch irgendwie so ein bisschen ausgeglichen ist. Okay. Dann die raus. Okay. Genau. Sie meldet sich nämlich gleich. Soweit ich weiß. Okay, dann haben wir das alles. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal noch rausfliegen. Dann dürfte sie sich eigentlich gleich mal. Alpha 1 durch 1. Hier Forschungsstation Willard. Sie haben Starterlaubnis. Gute Reise. Jawohl. Sam, hier Julie. Da ist was im Busch. Ich brauche Ihre Hilfe. Wir treffen uns auf Manhattan. Oh, das ist die Magma Hammer. Drei und sechs. Wo sollen wir hin? Ich habe es gar nicht so ganz verstanden. Ach, schon wieder nach Manhattan zurück. Ich glaub's ja nicht. Ach, jetzt sind wir nach Magellan zurück. Ah, jetzt will er mich darum führen, ne? Kann das sein? So, wir fliegen das Ding nur falsch an. Ah, jetzt hat das richtig gemacht, okay. So, dann nehme ich die mal mich mir gleich so vor. Das kann ich mir auch so machen, pass auf. Oh, schade. Ich hätte gedacht, dass ich ihn nochmal besiegen kann. Oh, haben wir beide ganz schön was abgezogen. Nur mal so. Nice. So, dann müssen wir jetzt da lang. Andocken. Oh, und dann geht's zurück wieder nach New York. Oh Gott. Ganz am Ende, da wird's richtig schön, wenn wir da nach New York zurückkommen, sozusagen unsere Heimat, weil wir so lange nicht da waren. Ihr werdet schon noch früh genug merken, wenn wir dann später weiter in die Story reingehen. Ich bin gleich wieder da, ich mach mal ganz kurz was. Oh nee. Da bin ich ja perfekt angekommen hier, ey. Oh, ich habe eigentlich nur Bock, die jetzt zu besiegen. Aber was sein muss, muss sein. Ja, hab da. Wo ist er denn jetzt? Ach, da unten. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt die Daten von der Magma Hammer gesehen hat. Wenn, dann spult nochmal zurück und guckt euch nochmal die Daten an. Weil die sind echt krass. Immer so. Warte mal, ich kann mal nur auf Dings umschalten.
Oh, 3, 5, 6, so. Konnte man jetzt gerade mal sehen, wie viel das Ding zieht, ey. Pass auf. So, tschüss. Das Ding allein, mit dem Ding alleine konnte ich schon eine halbe Flotte besiegen. Also das, die Waffe erfüllt auf alle Fälle ihren Zweck. Was haben wir eingenommen? Scheine Schutz für Batterien. Ah, da. Ah, nur so ein Ding. Nur eine. Ach, gleich immer die gleichen Raketen, ne? Ich glaub's nicht. Können wir sogar auch rauswerfen. Tja. Wollte ich jetzt einfach mal so zeigen, dass wir das auch machen können. Das war jetzt mal ein bisschen unnötig, aber ich glaube, die 25 Dollar, die sind nicht so weit wichtig. Und am Ende fehlen uns bestimmt 25 Dollar. Wer Credits heißen die ja hier. Das wäre so mega geil, wenn das jetzt so wäre, dann würde ich mich so schlapp lachen. Wir könnten theoretisch nochmal zurückfliegen und uns den holen, ja. Und uns den holen, so. So. Frachter, was transportiert der? Oh. Eieiei, das wäre geil. Ja, so einen geilen Frachter hätte ich auch gerne. Das war, glaube ich, ein großer Frachter, wenn ich richtig liege, oder? Alter, der kann so viel nehmen, das ist so nice. Leider kann man im Online-Modus, kann man sich einen Frachter holen. Es ist dann aber leider nur ein kleiner. Ah, Nashorn. Ja, so ein Flugzeug hatte Lonigan. Starflyer. Ich scanne Ihre Fracht nach Schmuggelware. Oh. Sie haben nicht das, wonach ich suche. Das war mir klar. Ich hatte es auch schon mal, dass sich das ganze Universum gegen mich gestellt hatte. Weil ich... Was hatte ich denn gemacht? Genau, ich hatte ein Sprungtor abgeschossen. Und dann war plötzlich alles in Manhattan so gegen mich. Und ich konnte nicht mehr weitermachen, weil ich nicht auf Manhattan andocken konnte. Das war... Ich weiß es gar nicht so recht. Ich weiß gar nicht, was war denn das? Ich glaube, das war, nachdem... Genau, als sie von Ashcroft erzählt haben. Da hatte ich das gemacht. Weil ich dann einfach mal gedacht, springst du mal einfach durchs Colorado-System. Habe ich gemacht. Habe ich probiert, ging nicht, weil ich ja nicht die Codes dafür hatte. Und dann habe ich einfach mal drauf geballert. 3 Schüsse und dann hat es gleich gegen mich und dann war das ganze System alles rot. So wie, als wir vorhin gegen die Rheinländer gekämpft haben, so krass war das dann da. Also war schon krass. Tja, sowas sollten wir nie machen. Wir werden sowieso noch genug Ärger mit Manhattan und so haben, also... Ich glaube, das dürfte sogar schon gleich kommen. Also bitte nicht wundern. Das, von dem ich gerade erzählt habe, könnte innerhalb der nächsten 5 Minuten sich bewahrheiten. Jetzt habe ich euch einen Tipp gegeben. Was passieren wird, werdet ihr früh oder später noch merken. Ich gehe einfach mal mit denen in Formation, dann... Oh, schade. Oh, nee, ey. So ein... Haha, es fliegt das schief an. Ja, die ist auch gut hier. Manhattan! Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder eine Zwischensequenz. Newark. Ne, ich bin ja Newark, genau. Newark. Außenposten, wie heißt der? Außenposten. Trenton, genau. Außenposten Trenton. So. Dann bitte einmal dahin andocken. Ich will bitte da andocken, dann gut. Ja, ich bin schon dabei. Hey, 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 oh, was ist das denn da oben für ein Frachter? Ich glaube, das ist ein Schrotti, kann das sein? Ach nee, das ist... War das der? Ja. Ah, DSE. Trägerraumschiff, okay. Sie habe ich noch nicht ganz so oft gesehen. Also, das ist schon nicht so selten, nicht so... Ist sehr selten, dass man die sieht, so wollte ich das sagen. So, Zwischensequenz, ich sag nichts.